Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Ihr seht, was ich heute wieder alles Feines für euch habe. Ich habe hier Batterie, Level Whistle, also der Todeswhistler, BKS Ultra von Führerland. Eine schöne Moskito-Batterie, 300 Schuss, Five-Batterie, Rabiator, Teilkette, Panda Booster, Funke A-Böller, einen kleinen Space Traveler, nenne ich es jetzt mal, Vogelschreck, dann habe ich Titanium Thunder von die Thunderbolt von Argento, dann hier zwei Funke Piraten, Blitzkartusche Cobra 2, dann haben wir hier Pyronion Thunder, Chiarappa Böller, Pyroland BKS Alpha 1, Pyroland Böller, die blauen Salutrakete von Funke mit Crackling Aufstieg, die Scream Rocket 3 Stage mit Salut, dann Magic Whip 30 cm, das ist F1, dann hier noch Pyroland Rauch, kleine bunte, keine Knallmatten, Leuchtmatten, Smoke Bird von Explode, Lucky 8 von Nico, Black Thunder, Salut-Batterie. Das ist echt ein Klassiker, die Black Thunder, wirklich richtig schöne Batterie. Dann haben wir hier noch die Knisterteufel, auch bekannt, die Geysir Kaliber C. Von Kickstarter, hier nochmal so ein paar Wirbel. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal schön an mit Geysir Kaliber C. Alter Schwede, echt der Wahnsinn, Geysir Kaliber C. Magic Whip geht's weiter. Weiter geht's jetzt mit den Nico Kickstartern. Machen wir jetzt gleich mal ein paar mehr. Der Wind wollte was in die andere Richtung fliegen. Jetzt kommt echt Wind raus. Der nächste Artikel, die Lucky 8 von Nico. Das sind die gut. Das sind wahnsinnige Teile. Machen wir weiter mit Pyroland Flinder, die blauen. Jetzt geht's weiter, mal mit ein bisschen P1. Wir haben jetzt hier die Cobra Blitzkartusche Cobra 2 und Pyro-Union Schallerzeuger. Cobra 2 Blitzkartusche. Und jetzt gleich hinterher den Pyro-Union Chiarappa. So, weil wir einmal bei Böller sind, geht es gleich weiter mit P1 schöne Funke Piraten. Echt der Wahnsinn, was diese kleinen Teile drauf haben. Wir haben 1,3 BKS. So, jetzt würde ich sagen, hier, Leslie, Jackie Chance. Jetzt haben wir hier Blackbox Vogelschreck Single Shot
und Thunderbolts von Argento. Erstmal den Vogelschreck. Und jetzt Thunderbolt. Jetzt machen wir weiter mit Rauch, Pyroland Power Split. So, jetzt geht's weiter mit Panda Booster D. Ah, die war nicht schlecht. Und jetzt gleich mal zwei Stück. Schlecht. Jetzt geht's weiter mit Funke A-Böller. Boah, die sind aber kräftig. Jetzt gleich mal zwei Stück. Jetzt würde ich sagen, gleich mal drei Stück. So, jetzt haben wir hier noch ein paar kleine Knallmatten. Machen wir jetzt mal komplett hier irgendwie auf Schlag. So, jetzt im Test die Rabiator 500. Schwarzpulverkette war die krass laut. So, jetzt geht's weiter mit Pyroland BKS 1. Jetzt geht's weiter mit Knisterteufel. So, und da ihr die Knisterteufel schon kennt, machen wir mal gleich alle drei zusammen. Erstmal zwei. Irgendwie gehen die ein bisschen tief los. Richtig komisch, die Teile. Jetzt Explode Smokebird. So, rot und blau. Der wollte nicht, der ist am Boden geblieben. Jetzt gibt es hier noch eine Cream Rocket 2 3 Stage und eine Salutrakete von Funke mit Silber. Crackling Aufstieg und Salut.
Das war die von Funke, die 3 Stage. So, jetzt die mit Silber Crackling Aufstieg in Sand. Jetzt geht's los mit den Batterien, und zwar eine Pfeiffer Batterie 300 Schuss, Black Thunder Salut, Lethal Whistle und die Pyroland Salut Batterie hier. Anfangen tun wir mit der Whistle Batterie Neon Mosquitos. Ich muss sagen, ja, das Tempo ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, könnte wirklich schneller durchlaufen. Jetzt die Salut-Batterie Black Thunder. Das war ein richtig schmackhaftes Teil. Echt zu empfehlen. Was habe ich bezahlt? 5 Euro knapp. Richtig, richtig gut. Echter Klassiker, die Leslie Black Thunder. So, jetzt eine schöne Pfeiffer-Batterie. Lethal Whistle, aber mit Bouquet. Die Lethal Whistle von jetzt die Lethal Whistle von Explode. Richtig schön am Tag zünden, das ist echt ein wahnsinniges Erlebnis. So, und jetzt als letztes der Endschlag, quasi Salut, Crackling mit Salut. Salut-Batterie, also die ist echt krass, könnte allerdings ein bisschen schneller schießen. So, ihr seht, es dampft hier alles. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe wieder richtig tolle Sachen für euch rausgesucht. Immer eine schöne Abwechslung, und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video.